Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein paar Bücher vorstellen oder näher bringen, die meines Erachtens nach völlig underrated sind, die absolut nirgendwo auf Bookstagram und Co. auftauchen, es sei denn, es ist gerade so um den Release Day rum. Aber die Bücher, die ich heute ausgewählt habe, habe ich tatsächlich so fast noch nirgendwo gesehen und es ist sehr, sehr schade drum. Ich habe sie alle bereits gelesen und fand sie alle richtig, richtig gut. Dementsprechend möchte ich heute mein Wissen mit euch teilen. Das erste Buch, da durfte ich sogar die Blogtour mitmachen und da bin ich auch sehr froh drum, weil ich der Autorin schon sehr, sehr lange folge und als dann irgendwann Gießen hat, sie bringt ein Buch raus und hat auch einen Verlag dafür, fand ich das richtig, richtig schön. Beziehungsweise ich habe ja eigentlich auch bei der Verlagssuche dabei zugeschaut, weil sie halt auch einfach einen Booktube-Kanal hat und einen Bookstagram-Kanal hat. Ich spreche nämlich von Franziska Kerbenberger. Mittlerweile sind übrigens schon mehr Bücher von ihr erschienen. Aber ihr Debüt war Acadia Love und ich habe das Buch einfach so unfassbar gerne gelesen. Ich habe so gerne gelesen, dass ich mir die, ich glaube, das war Chest of Fandoms Sonderausgabe kaufen musste. Es hat nicht das Original sein müssen oder sollen, dürfen, können. Nein, es musste die Ausgabe mit diesem wundervollen Farbschnitt sein. Falls ihr ein Geräusch im Hintergrund die ganze Zeit hört, es tut mir leid, der Hund liegt da auf der Couch. Und seit neuestem schnarcht sie sehr, sehr laut. Ich versuche sie die ganze Zeit ein bisschen aufzustoppen und aufzuwecken, aber sie schläft immer wieder ein. Sie ist einfach eine Old Lady und ihr seid der Schlaf gegönnt, aber beim Drehen ist das irgendwie kontraproduktiv. Ja, kommen wir aber zurück zu Franziska und ihrem Acadia Love Reihe. Das hier ist Band 1, das hier ist Band 2, Acadia Fight. Beides beinhaltet die Geschichte von Andy und Hunter und es wird auch noch Band 3 und 4 geben. Da ist es allerdings so, dass Band 3 ein eigenes Protagonisten-Couple hat und Band 4 ein eigenes Protagonisten-Couple hat. Nur Band 1 und 2 drehen sich um die gleichen Protagonisten. Für mich ist das ein bisschen verstörend, weil mein Monk darauf, glaube ich, als Autor bzw. Autorin nicht so gut klarkommen würde. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich muss mal nochmal ihr Instagram stalken, was da jetzt geplant ist. Ob da schon vielleicht irgendwie ein Release Day oder sowas ansteht oder wie weit das Ganze mittlerweile vorangeschritten ist. Ich habe da schon länger nicht mehr geguckt. Ich werde es bald nochmal tun. Und jetzt erzähle ich euch, um was es in der Geschichte geht. In Bar Haber will Andy neu anfangen. Vor allem will sie vergessen. Den Schmerz, die Angst, alles, was sie zurücklässt. Einen alten Wohnwagen, einen Stapel Notizbücher und einen Platz an der Acadia University. Mehr besitzt sie nicht. Aus Furcht davor, dass ihre Vergangenheit sie einholen könnte, versucht sie, unauffällig und allein zu bleiben, bis sie auf Hunter trifft. Hunter, der verzweifelt nach seiner Schwester sucht, der von Gerüchten verfolgt und von allen verachtet wird, der sie wirklich sieht und sie zum Lachen bringt und ihr Mut macht, dem sie die dunkle Geschichte hinter ihrem Namen anvertrauen kann. Er könnte sie all den Schmerz vergessen lassen, wenn da nicht sein eigener wäre. Dann habe ich im Sommer ein ganz, ganz tolles Buch über eine Hochzeit gelesen. Und es heißt auch so Wedding Date von Julie Soto. Ich habe es tatsächlich ungelogen noch nirgendwo gesehen. Bei keinem Kanal, bei keinem Booktuber oder Bookstagrammer. Ich habe es noch nirgendwo entdeckt. Und dabei hat es mich so begeistern können. Es ist einfach, ja, ein absolutes Herzensbuch geworden und ich werde das Buch auch definitiv nochmal irgendwann lesen. Ich bin ja normal nicht so der Riesenverfechter von Hochzeit und Co. Mich regt es ja zum Beispiel auch immer auf, dass in jedem Epilog oder kurz vor Ende des Buchs irgendwie noch ein Heiratsantrag gemacht werden muss oder im Epilog die Leute dann heiraten gehen und Kinder kriegen und tralala, weil da einfach so vorgelebt wird, dass eine Hochzeit das die Prio 1 im Leben sein sollte und ja, jetzt nervt mich halt auf Dauer, aber hier war es einfach total unterhaltsam, weil einfach das ganze Buch sich um eine Hochzeit gedreht hat, da war es irgendwie nochmal was anderes und weil die Hauptstory dahinter halt einfach
richtig, richtig witzig war. Emma Torres ist Hochzeitsplanerin. Sie ist sogar eine großartige Hochzeitsplanerin. Ihre Mutter war schließlich 16 Mal verheiratet. Und als ein glamouröser Instagram-Star sie engagiert, ist das Emmas Chance, endlich richtig durchzustarten. Einziges Problem, der Blumenschmuck soll Elliot Blum gestalten, so will es die Braut. Elliot ist der Bad Boy Rockstar unter den Floristen und seine Kreationen sind wahre Kunstwerke. Außerdem ist er Emmas Ex, dessen Heiratsantrag sie vor 2 Jahren abgelehnt und dessen Herz sie gebrochen hat. Wie sollen die beiden die Hochzeit der Saison ausrichten, wenn sie sich weder ausstehen noch voneinander lassen können? Das nächste Buch habe ich euch gerade erst im Lesemonat gezeigt und da habe ich schon davon geschwärmt, was für ein Wohlfühlbuch das auch für mich war. The Stars We Reach von Lorena Schäfer. Es geht um eine junge Frau, die betrogen wird und dann als, nicht ganz Kurzschlussreaktion, aber als Reaktion darauf sagt, so, ich erfülle mir jetzt meinen Traum, ich gehe nach Australien und ziehe da was Neues auf, lebe da eine Weile und schau mal, wo das Leben mich hinführt, weil ihr Ex-Freund ihr das nämlich nie zugetraut hat. Und sie denkt sich so, jetzt erst recht und startet in das Abenteuer ihres Lebens und das eben auch noch in Australien. Und das war für mich einfach ein so, so schönes Gefühl. Einerseits diese Powerfrau, die jetzt ihr Ding macht. Andererseits dieses wunderbare Land, das ich auch so gerne bereisen würde. Und es hat einfach Spaß gemacht, der Geschichte zu folgen. Es hat Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen. Und tatsächlich habe ich das Buch auch bisher kaum irgendwo gesehen. Dabei ist es echt richtig, richtig schön und gerade jetzt für Sommer, Spätsommer und auch Herbst, finde ich, ist es richtig passend, um es zu lesen. Als nächstes würde ich euch gerne eine ganze Reihe ans Herz legen. Ich konnte mich nämlich nicht entscheiden, welches Buch davon ich euch am liebsten zeigen möchte, weil mich einfach alle drei total begeistern konnten. Das habe ich euch in einem anderen Video letztens auch schon mal erzählt, dass ich diese Alles-Reihe von Kira Kroh unfassbar schön finde. Band 1 dreht sich ja um ein Mädchen, das aus einer, ich nenne es mal bekannten Influencer, Sportfluencer-Szene kommt oder Familie kommt. Da ist die ganze Familie voll sportaddicted und ja, es geht so um die Thematik, dass sie als oberflächlich und arrogant abgestempelt wird, weil sie einfach eine berühmte Familie hat. Aber das eigentlich gar nicht ist und sich genau wie in The Stars We Reach alleine auf den Weg macht in ein anderes Land, um dort erstmal nochmal Fuß zu fassen und zu schauen, wer ist man eigentlich selbst. In Band 2 geht es um Polly, die ihre eigene Problematik mitbringt. Sie kämpft nämlich mit einem anderen Klischee. Sie ist oversized und das lässt die Welt sie natürlich auch spüren, aber Polly ist halt einfach eine richtig taffe Powerfrau, die haut manchmal Sprüche raus, das ist unglaublich und man merkt halt auch, dass sie eine sehr sensible Seele ist, aber nach außen hin halt wirklich Rambazamba und gib ihm. Aber genau das Konträre hat es für mich auch ausgemacht oder hat den Charakter Polly für mich ausgemacht und ich glaube, ich muss jetzt mal das Buch wegnehmen, die sind alle so super schwer. Band 3 hat mir tatsächlich von allen dreien am besten gefallen. Hier geht es nämlich um die letzte des Trios, Anouk, die sich plötzlich auf dem Single-Markt wiederfindet, die das gar nicht gewöhnt ist, weil sie jahrelang einen Partner hatte und da erstmal gucken muss, wie ist die heutige Dating-Szene, wie sind die Männer so drauf und warum lügen die meisten oder so viele. Und ich habe das Buch damals zu einer Zeit gelesen, wo ich gerade frisch Single war und oder gerade nochmal so einen Fuß ins Wasser stecken wollte. So ein Zeh ins Wasser stecken wollte, so nennt man das ja. Und da kam das Buch eigentlich gerade zur richtigen Zeit. Manches hat mich ein bisschen abgeschreckt, aber ich fand es total unterhaltsam und ich glaube deshalb ist auch, oder genau deshalb ist Band 3 mein Lieblingsband. Allgemein ist die Reihe einfach super schön, also wer auf starke Protagonistinnen steht, die ihr Leben in die Hand nehmen und durchziehen und deren Freundschaft echt richtig intensiv ist, ist die Reihe auf jeden Fall eine ganz, 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 ganz große Empfehlung. Und last but not least switchen wir mal noch so ein bisschen in die Jugend-Fantasy, Jugendbuch-Romantasy-Schiene.
Liza Moore, Steinernes Herz, ist der zweite Band der Reihe. Ich habe den ersten leider nicht in Printform, den habe ich damals als Hörbuch gehört, weil ich den hier gewonnen habe. Es geht um Eliza, die ja ein Familiengeheimnis quasi aufdeckt und zu einer Sache involviert wird, wo sie eigentlich gar nicht dazugehören will oder wollte, je nachdem. Ich werde euch gleich den Klapptext zu Band 1 vorlesen, den werde ich auf dem Handy natürlich ablesen, weil ich das Printbuch nicht zur Hand habe. Ich möchte gar nicht so viel sonst über das Buch verraten, weil vieles, was ich jetzt ansprechen würde, würde euch massiv spoilern und das möchte ich nicht. Ich möchte euch ja neugierig auf das Buch machen. Ich würde aber behaupten, wenn ihr Bücher wie Isara zum Beispiel mögt, dann ist das Buch definitiv auch euer Lesegeschmack. Und jetzt lese ich euch den Klappentext zu Band 1 vor. Bei der Allesreihe habe ich es jetzt gelassen, weil es einfach drei Klappentexte sind. Und ich wollte euch jetzt nicht mit drei Klappentexten hintereinander erschlagen. Aber jetzt kommen wir zu dem von Eliza Moore. Flüsternde Schatten heißt übrigens der erste Band und da heißt es wie folgt. Die 18-jährige Eliza Moore lebt in Dublin, wo das letzte intakte Tor zur Seelenwelt steht. Ein Portal, das einst das Böse aus der Welt der Menschen verbannt hat und das nun von der mächtigen Liga bewacht wird. Eine Organisation, die Eliza zutiefst verabscheut. Doch dann wird sie eines Nachts von einer dunklen Gestalt angegriffen und ihr kommt ausgerechnet die Liga zu Hilfe. Als wäre das nicht genug, wird Eliza nun auch noch zur Hüterin berufen. Dabei hat sie sich geschworen, niemals Teil von all dem zu werden. Mit an ihrer Seite ist Connor, Elizas Seelenpartner, der sie in ihrer neuen Aufgabe unterstützen soll. Aber Seelenverwandtschaft gibt es doch gar nicht, oder? Etwa? Doch. Ich habe es einfach super, super, super gern gelesen. Es hat mich total an Isara erinnert. Es hat mich aber auch so ein bisschen an Silber von Kerstin Gier erinnert. Also wenn ihr so ein bisschen auf Jugendfantasy steht, dann ist das auf jeden Fall eine Reihe für euch. Ich werde euch natürlich alle Bücher in die Infobox packen. Also wenn ihr da Lust habt, die Autoren und Autorinnen ein bisschen zu unterstützen, nochmal ein bisschen Werbung für diese Bücher zu machen, die meines Erachtens nach völlig underrated sind, weil sie richtig genial waren, dann tut das gerne. In der Infobox findet ihr die Links zu Thalia und Amazon. Wie immer sind das Affiliate-Links, aber das wisst ihr ja mittlerweile, wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut. Ich kriege da eine kleine Verkaufsprovision, wenn ihr über den Link etwas kauft. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich werde jetzt den babyfreien Nachmittag nutzen und noch einen lieben Freund besuchen gehen. Und dann, ja, hören wir uns Mitte der Woche wieder. Habt's fein und bis bald. Tschüss.